Hi, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal einen Sarah J. Maas Guide für euch. Ich habe schon des Öfteren gelesen, ob es jetzt in meinen Kommentaren gewesen ist oder auf Instagram bei irgendwelchen Posts, wo es mal um Sarah J. Maas ging, dass manche nicht wissen, wo sie mit den Büchern anfangen sollen, ob die vielleicht miteinander zusammenhängen, ob sie vielleicht eher mit dem Reich der Sieben Höfe anfangen sollen oder mit Throne of Glass. Und ich wurde tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt, was ich denn empfehlen würde, mit welcher Reihe man da anfangen soll, wenn man sich für Sarah J. Maas interessiert. Und ich dachte mir, ich mache dann einfach mal ein ganz kurzes Video dazu, um mal so ein bisschen zu erläutern, worum geht es in den Reihen, meiner Meinung nach, ab wann sollte man die frühestens lesen, mit welcher Reihe sollte man anfangen und vielleicht noch so ein paar generelle Infos auch vielleicht zu geplanten Reihen in der Zukunft. Und ja, darum soll es heute in dem Video gehen. Ich habe auch mal im Hintergrund die deutschen Ausgaben der drei Reihen schon mal hingestellt. Das ist einmal das Reich der Sieben Höfe, dann in der Mitte Throne of Glass und ganz rechts ist Crescent City. Das gehen wir dann auch so nach und nach durch, wie gesagt. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ich ein ganz großer Sarah J. Maas Fan bin, dass ich die Bücher wirklich richtig, richtig geliebt habe und ich auch schon mehrfach auf meinem Kanal erwähnt habe, wie toll ich die Reihen fand. Es waren absolute Highlights für mich und deswegen dachte ich mir, es wäre vielleicht nicht verkehrt, dazu mal ein kleines, kurzes Video zu machen. Je nachdem, wie kurz es dann am Ende auch wirklich wird. In allen drei Büchern von Sarah J. Maas geht es um High-Fantasy-Welten beziehungsweise so ein Touch von Urban Fantasy kommt auch mit vor, in Crescent City zumindest. Aber hauptsächlich sind das wirklich High-High-Fantasy-Welten, die sie sich da ausgedacht hat und die zu einem Großteil auch sogenannte Fae beinhalten. Was das ist, erkläre ich dann auch gleich noch. Das Alter fällt mir sehr schwer hier festzulegen, generell bei allen drei Büchern, aber ich habe auch mit anderen Mädels gesprochen, die auch die Reihen sehr, sehr geliebt haben. Und eigentlich haben wir so die grobe Meinung gehabt, dass man ab 16 die Reihe lesen kann, zumindest wenn es zum Beispiel um das Reich der Sieben Höfe geht. Allerdings auch da nicht alle Bücher, denn Band 5, der jetzt zwar noch nicht auf Deutsch erschienen ist, aber im Laufe des Jahres noch auf Deutsch erscheint, den würde ich auch nicht ab 16 empfehlen, sondern ein bisschen später, weil da wirklich viele explizite Sexszenen vorkommen. Kommt natürlich aber auch so ein bisschen drauf an, wie weit derjenige ist, der die Reihen vielleicht lesen möchte. Also 16 würde ich hier sagen, ist bei allen drei Büchern das Mindestalter. Und bei Throne of Glass und Crescent City würde ich sogar noch empfehlen, ein bisschen zu warten, ein bisschen die später zu lesen, einfach weil die auch von der Handlung her sehr komplex sind und das auch da natürlich wieder davon abhängig ist, wie derjenige drauf ist, der die Bücher liest. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das mit 16 vielleicht noch gar nicht so gut gefunden hätte, weil es mir wahrscheinlich einfach zu verworren gewesen wäre. Gerade bei Crescent City ist die Handlung auch am Anfang relativ schwierig zu begreifen. Es sind viele Namen und so weiter. Und ich glaube, das hätte ich als 16-Jährige dann nicht ganz so gut gefunden. In allen Sarah J. Maas Büchern oder Reihen werden auch bestimmte psychische Probleme behandelt. Also es geht um Mental Health Issues, Depression, PTBS oder auch um den Verlust eines geliebten Menschen. Also das sind potenziell natürlich auch triggernde Themen. Das kommt dann auch wieder so ein bisschen darauf an, ob man das freiwillig lesen möchte oder ob man das auch lesen kann. Aber das ist in all ihren Büchern eigentlich immer vorhanden, dass es zumindest in einem Band davon solche psychischen Probleme gibt oder die behandelt werden oder angesprochen werden und manchmal auch nicht ganz so gut damit umgegangen wird. Aber trotzdem werden sie halt einfach thematisiert. Das mal so kurz als Info vorab und dann geht es jetzt natürlich darum, in welcher Reihenfolge ich das empfehlen würde. Und das ist tatsächlich auch die Reihenfolge, in der ich die Bücher kennengelernt habe. Ich habe als allererstes gelesen Das Reich der Sieben Höfe, dann habe ich gelesen die Throne of Glass Reihe und zum Schluss Crescent City, weil als ich die Bücher gelesen habe, gab es Crescent City noch nicht. Das ist ja erst letztes Jahr rausgekommen, also Crescent City ist noch eine neuere Reihe. Da wird es auch noch Folgebände geben, aber bisher gibt es erstmal bloß Band 1. Soll aber wie gesagt eine Reihe geplant sein. Das ist der erste Band zum Reich der Sieben Höfe. Dornen und Rosen heißt der und es ist ein Beauty and the Beast Retelling, also Schöne und das Biest Retelling so im weitesten Sinne. Also es ist eine Märchenadaption. Ursprünglich habe ich das Buch mal bei Sarah Bow Books gesehen auf dem Kanal. Das ist auch schon einige Jahre her und da hatte sie in einem Video darüber, glaube ich, auch kurz so angerissen und geschwärmt, dass sie diese Reihe liebt und hat damals aber in dem Video gesagt, dass sie dazu nicht weiter was erzählt, weil sie schon so oft darüber geschwärmt hat. Und das war aber so eins der ersten Videos, glaube ich, auch, die ich von ihr gesehen habe und dachte mir so, aber ich kenne die Reihe nicht und ich kenne deine anderen Videos noch nicht. Und daraufhin habe ich dann so ein bisschen recherchiert oder habe mir halt das Buch näher angesehen und es dann letztendlich auch gekauft, weil ich dachte, wenn sie das so gut findet und so doll davon schwärmt, ich probiere es einfach mal, auch wenn ich nicht wusste, ob Märchenadaptionen jetzt prinzipiell was für mich sind oder nicht. Und es hat voll ins Schwarze getroffen.
Um mal kurz die Story anzureißen, es geht hier um Farah. Farah lebt mit ihrer Familie in der Welt der Menschen, relativ nah an der Mauer, zu dem Bereich der Fae. Fae sind in dieser Welt etwas ganz Gruseliges. Die Menschen haben Angst vor den Fae, die Fae sind sehr mächtig und die Menschen mögen die Fae auch nicht. Und deswegen gibt es irgendwann mal im Laufe der Geschichte, wurde mal diese Mauer gezogen und dann sind halt die Welten voneinander getrennt. Farah lebt mit ihrer Familie, die beinhaltet ihren Papa und zwei Schwestern in einer kleinen Hütte in der Nähe dieser Mauer. Also was heißt in der Nähe dieser Mauer, aber es gibt auch noch weiter entfernte Städte. Also sie wohnt schon relativ nah dran, relativ bescheiden, die sind sehr, sehr arm und Farah ist diejenige, die ihre Familie versorgt und die jagen geht, obwohl sie nicht die älteste der Schwestern ist. Und kümmert sich halt einfach trotzdem um die Familie. Eines Tages ist es so, dass sie im Wald auf der Jagd einem Wolf gegenübersteht, wo sie halt direkt überlegt, oh Gott, der ist so groß, ist das wirklich ein Mensch oder ist das vielleicht ein Fae-Wolf? Und sie hat aber keine andere Wahl, als ihn zu erschießen, weil er sich zwischen sie und ihre ausgewählte Beute stellt. Also es ist entweder den Wolf erschießen oder ihre Beute erschießen und dann riskieren, dass der Wolf auf sie aufmerksam wird und sie tötet. Also entschließt sie sich dafür, den Wolf zu erschießen. Komme es, wie es kommen soll. Es war natürlich ein Fae-Wolf und einige Tage später steht ein sehr mächtiges Fae-Monster auf einmal vor der Tür und sagt, du hast jemanden von uns getötet. Laut Vertrag dürfen wir jetzt dein Leben fordern, aber ich bin gnädig. Ich nehme dich einfach nur mit in mein Reich und du wirst bei mir leben für den Rest deines Lebens, aber ich werde dich nicht töten. Also das ist so ein bisschen dann dieser Bezug zu Schöne und das Biest. Sie wird halt mitgenommen von einem Monster und muss dann da in dem Schloss leben. Sie kommt dann dort auch hin und alles ist so ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt hat. Sie hat natürlich total Angst vor ihm und merkt dann aber eigentlich, will er sie gar nicht töten. Also sie wird ganz normal umsorgt. Sie kann da in dem Schloss sich alles angucken, was sie möchte. Ihr werden auch Malutensilien bereitgestellt, weil sie gerne malt. Sie kann mit ihm zusammen essen am Tisch sitzen und essen ganz normal. Also das ist auch etwas, was sie gar nicht so kennt, weil sie natürlich sehr verarmt gelebt hat. Und nach taut sie dann auch so ein bisschen auf. Im Laufe der Geschichte wird dann noch offenbart, dass ein Fluch auf diesem Land liegt, beziehungsweise auch auf demjenigen, der sie da gefangen hält oder der sie mitgenommen hat, könnte man sagen. Und sie versucht dann so ein bisschen herauszufinden, was da noch hintersteckt. Das kann ich euch natürlich nicht sagen aus Spoilergründen, aber es ist auf jeden Fall was, was mich richtig überrascht hat, was ich gar nicht habe kommen sehen und was dann gerade zum Ende des Buches mir einfach die Kinnlade hat runterfallen lassen. Wirklich, dass es mit so einem rasanten Ende aufgehört hat oder sich dann am Ende noch so rasant entwickelt hat. Damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet und das war wirklich richtig, richtig krass. Was beim Reich der Sieben Höfe halt mehr im Vordergrund steht, ist, würde ich sagen, die Charakterentwicklung von Farah und von anderen Charakteren natürlich auch, aber hauptsächlich von Farah, wie sie sich über die Bücher entwickelt. Natürlich in Band 1 hat sie eine große Entwicklung, einfach mal, weil sie feststellt, okay, die Fae sind vielleicht gar nicht so schlimm und so, wie ich immer dachte. Und was auch das Ende mit ihr macht, ist ganz krass. Und wie sie sich dann natürlich auch im zweiten Band verändert. Aber hier sind natürlich auch Handlungsstränge, die spannend sind. Nur ist es tatsächlich so beim Reich der Sieben Höfe, dass ich finde, hier ist nicht die Handlung im Vordergrund, sondern eigentlich eher, das ist so ein bisschen charakterbasiert und man achtet schon mehr so ein bisschen auf die Charaktere. Also das ist jetzt kein Buch, wo wirklich auf jeder Seite irgendwas Krasses passiert, dass man es wirklich durchsuchtet und sich denkt, oh, ich muss jetzt unbedingt wissen, was weitergeht. Es lebt halt auch sehr von der Charakterentwicklung einfach. Das Buch enthält eines meiner liebsten Tropes oder die Reihe enthält eines meiner liebsten Tropes, Enemies to Lovers. Mehr muss ich dazu nicht sagen, man kann sich das vielleicht denken. Also aus Feinden werden Geliebte. Boah, das Buch ist ganz schön schwer, ich muss mal die Hand wechseln. Hier ist es so, dass es drei Bücher in der Hauptstory gibt. Das ist wie gesagt Band 1, Dornen und Rosen. Bei mir stehen die übrigens im Regal, alle mit diesen wunderschönen Postern drum von Chester Fandoms, jetzt wollte ich gerade irgendwie Crescent City sagen, von Chester Fandoms, die hatten dazu mal eine Box gemacht, dass man die kaufen konnte. Das ist hier wie gesagt der erste Band, ich habe es jetzt extra abgenommen, dass ihr die normale Version sehen könnt. Und hier kann man auch aus Band 1 die Hauptpersonen sehen. Wir haben hier einmal, wie soll ich das jetzt halten? Wir haben hier einmal Farah und Tamlin. Und dann haben wir auch noch Lucien, der ist auch eine Person, die in Band 1 halt vorkommt und die wir da ein bisschen näher kennenlernen, die aber auch noch im Laufe des Buches oder im Laufe der Reihe noch eine Rolle spielt. Übrigens, ich weiß gerade gar nicht, ob das bei den deutschen Büchern ist, ich glaube nämlich nicht,
Aber bei den englischen Büchern ist hinten drin so eine kleine Legende, wie man den Namen ausspricht. Und ich habe zum Beispiel immer Lucien gesagt, bis ich dann da gesehen habe, dass er Lucien gesprochen werden soll. Und ich habe auch immer Recent gesagt, bis ich rausgefunden habe mit dieser Legende, dass es Recent heißt. Also wenn ihr mit dem Namen irgendwelche Struggles habt und da Probleme mit habt, ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Ich konnte die Namen am Anfang auch nicht. Also wie gesagt, Lucien, Farah und Tamlin sind in Band 1 so die Hauptpersonen. Band 2 in der deutschen Ausgabe sieht so aus, das heißt Flammen und Finsternis. In Band 2 werden dann auch andere Charaktere mit eingeführt, die wir ein bisschen näher kennenlernen. Zum einen Recent, den haben wir zwar in Band 1 schon kennengelernt, aber hier lernen wir ihn noch ein bisschen näher kennen. Dann kommen auch noch Cassian mit vor, Asriel, Morrigan und Amren. Und Band 3 ist dann so ein bisschen der Abschluss der Hauptstory. Das Buch heißt Sterne und Schwerter. Achso, und ich zeige euch nochmal kurz, wie das Buch aussieht unter dem Schutzumschlag, also mit dem Originalcover. Das sieht so aus. Und hier auf dem Cover sind zu sehen auch die beiden Schwestern von Farah. Also hier ist einmal Farah drauf, dann ist da Elaine drauf, ihre Schwester, und Nesta, ihre Schwester. Nesta, ihre Schwester. Und dann gibt es auch noch so einen inoffiziellen vierten Band, aber ich würde das gar nicht wirklich als vierten Band bezeichnen, sondern eher als so einen kleinen Zusatzband. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Weihnachtsfolge bei einer Serie. Das ist ja so, wenn Serien wirklich gut ankommen, dann merken die Produzenten das und sagen sich, hey komm, da kann man noch ein bisschen Geld mitmachen, bringen wir jetzt einfach mal noch eine Zusatzfolge raus, so eine Weihnachtsfolge. Das ist ja meistens so, man sieht die Charaktere, man freut sich, dass man noch ein bisschen in der Serie bleiben kann oder in der Welt bleiben kann, aber prinzipiell hat das überhaupt nichts mit der richtigen Haupthandlung zu tun. Und so ist es hier auch bei dem vierten Band, der da heißt Frost und Mondlicht. Das ist ja auch wieder das Cover von Chester Fandoms. Hier sieht man einmal Amren drauf und Morrigan. Und ich zeige euch auch das nochmal kurz, ohne den Schutzumschlag mit dem Originalcover. Das sieht so aus. Kann man auch schon so ein bisschen sehen, dass das sich auch vom Cover her ein kleines bisschen unterscheidet von den anderen. Ja, und wie gesagt, dieser Zusatzband ist jetzt halt kein wirklich offiziell vierter Band, sondern es ist halt wirklich nur ein Zusatzband, Weihnachtsfolge, wie auch immer. Oder man könnte es auch als Zwischenband sehen, der noch anknüpfen soll zu den zukünftigen Geschichten, die Sarah J. Maas noch veröffentlichen wird. Jetzt ist ja dieses Jahr auf Englisch erschienen der fünfte Band von dieser Reihe, der da hieß A Court of Silver Flames. Ich glaube, auf Deutsch heißt der Das Reich der Sieben Höfe, Silbernes Feuer. Der wird jetzt auch im Herbst erscheinen auf Deutsch. Ich habe den schon auf Englisch gelesen und es geht hier nicht mehr um Farah als Hauptperson und ihren Partner, sondern es geht um Nesta, ihre Schwester. Das klingt immer so bescheuert. Nesta, ihre Schwester. Es geht jedenfalls um Nesta und deswegen ist das hier auch so ein kleiner Verbindungsband zwischen diesen Büchern, denn wie gesagt, es geht nicht mehr nur um Farah und hier in diesem Buch geht es auch schon teilweise, ja, da werden die Kapitel teilweise auch schon aus Sicht von Nesta geschrieben. Und insofern, ja, also hier darf man wirklich nicht zu viel erwarten. Das ist einfach nur so ein bisschen Handlung, da passiert nicht mehr sehr viel. Aber ich fand es trotzdem tatsächlich schön. Wenn ihr da mit hoher Erwartung rangeht, dann werdet ihr auf jeden Fall enttäuscht werden. Also Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Hier passiert handlungstechnisch wirklich nicht mehr viel. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, noch länger in der Welt bleiben zu können. Der fünfte Band, wie gesagt, Silbernes Feuer, ist dann auch so ein bisschen düsterer und erwachsener von der Stimmung her. Das werdet ihr vielleicht auch dann rausfinden, wenn ihr die Bücher lest. Ist auf jeden Fall lesenswert, auch wenn da wirklich einige Sexszenen drin vorkommen. Es ist schon manchmal recht viel gewesen, aber ich fand es trotzdem irgendwie, es hat zu den Hauptprotagonisten einfach irgendwie gepasst. Und was ich noch sehr interessant finde als Fakt, was ich euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass die Reihe auch verfilmt werden soll. Also Sarah J. Maas arbeitet zusammen mit einem Produktionsteam gerade daran, das Drehbuch zu schreiben und ich bin super gehypt darauf. Ich bin sehr gespannt. Kommen wir dann jetzt zu Throne of Glass, da ist der erste Band Die Erwählte. Hier geht es um Selaena Sardothian, die eine ganz berühmte Assassinin ist und in den Minen von Endovia, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Endovier oder Endovia, ich glaube Endovia haben die gesagt immer in den Hörbüchern. Da schuftet sie jedenfalls, muss Sklavenarbeit verrichten und eines Tages ist es so, dass der Sohn des Königs auf einmal vor ihr steht und ihr einen Deal anbietet. Sie kann für den König kämpfen in einem Turnier gegen mehrere andere Assassine. Letztendlich der Gewinner muss sich dann verpflichten, für den König einige Jahre zu arbeiten, wird danach aber freigelassen. Und sie hat halt die Wahl zwischen, ich arbeite weiter in den Minen und werde dort irgendwann früher oder später sterben, oder ich arbeite jetzt für den König und mache an diesem dämlichen Turnier mit oder nehme an diesem dämlichen Turnier teil und rock das Ding einfach. Selaena ist eine sehr, sehr von sich überzeugte Person. Das ist anfangs ein bisschen komisch, denn ich denke, wir kennen das alle aus Büchern eher, dass ja viele Frauen sehr, ja, mehr unsicher sind.
über sich selbst und über das, was sie können und über das, was sie darstellen. Aber Selena ist halt gar nicht so und ich glaube, das ist anfangs einfach ein bisschen ungewohnt. Aber ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt und letztendlich merkt man im Laufe der Handlung auch, dass sie definitiv stolz auf sich sein kann und dass sie definitiv das Recht hat, von sich selbst überzeugt zu sein, weil sie es einfach drauf hat. Ja, während dieses Turniers merkt man auch schnell, dass die Handlung noch in eine ganz andere Richtung geht, dass hier sowas angedeutet wird in Richtung Dämonen und Besessensein und irgendwelche Monster, die möglicherweise in diesem Schloss ihr Unwesen treiben. Also es hat auf jeden Fall noch eine ganz, ganz große Hintergrundgeschichte, die da abläuft, die ich natürlich jetzt auch nicht ganz offenlegen kann, insofern, ja. Bei Throne of Glass ist es so, dass wir auch im Laufe der Reihe ganz, ganz viele andere Charaktere noch kennenlernen. Deswegen würde ich sagen, die Reihe ist hier wirklich eher handlungsbezogen im Gegensatz zu Das Reich der Sieben Höfe, wo es ja mehr um die Personen ging. Und hier sind es aber einfach mittlerweile dann auch, also gerade mit zunehmenden Bänden kommen halt immer mehr Leute dazu. Und die Kapitel werden auch immer aus der Sicht von anderen Leuten geschrieben. Insofern, es geht schon natürlich um die einzelnen Charaktere, aber es geht hier, glaube ich, mehr hauptsächlich um die Handlung, die sich von Band 1 im Hintergrund entwickelt, was man dann eigentlich erst so richtig ab Band 3 mitkriegt. Ab dem Ende von Band 3 offenbart sich eigentlich erst so das Richtige, der richtige Handlungsstrang, der sich dann wirklich über die ganzen Bücher durchzieht bis zum Schluss, bis da natürlich alles in einem fulminanten Ende zum Punkt gebracht wird. Das Buch war ursprünglich mal als Cinderella-Retelling geplant, ist aber dann, finde ich, was ganz Eigenes geworden und so wirklich Cinderella erkennt man hier eigentlich gar nicht drin. Also das würde ich überhaupt nicht in Verbindung damit bringen. Und Throne of Glass hat Sarah J. Maas auch zuerst geschrieben. Das merkt man, finde ich, auch so ein bisschen am Schreibstil. Der hat sich natürlich mit den anderen Büchern dann noch ein bisschen verbessert oder hat sich noch verbessert, sagen wir es so. Band 1 und 2 sind deswegen von der Reihe her eigentlich auch so ein bisschen die schwächsten Bände, würde ich sagen. Das wird dann aber wirklich besser mit zunehmenden Büchern. Und falls ihr den ersten Band irgendwie komisch fandet oder nicht verstehen könnt, wo der Hype jetzt da so herkommt, dann rate ich euch einfach, bleibt dran, lest weiter. Spätestens, glaube ich, nach Ende des Buches 3 ist man dann wirklich drin im Hype, also dass man dann wirklich nachvollziehen kann, wo kommt es eigentlich her, weil das Ende fand ich echt sehr krass. Es gibt noch eine Vorgeschichte zu dieser Reihe, die heißt Selenas Geschichte, also das sind die Novellen sozusagen. Und da sich auch immer ganz oft überall online kommentiert, nach welchem Band soll ich das am besten lesen oder soll ich das ganz am Anfang lesen, wann soll ich das lesen? Und das war tatsächlich auch meine Frage, die ich mal hatte, als ich mit der Reihe angefangen habe, wo schiebe ich diesen Band jetzt rein? Ich hatte halt Angst, wenn ich schon mit allem durch bin, also nach Band 7, dass ich dann keine Lust mehr habe, das noch zu erfahren, weil man vielleicht vieles schon im Laufe der normalen Bücher erfährt. Andererseits hatte ich aber auch irgendwie Angst, das so zwischendurch einzuschieben. Also es war halt alles so ein bisschen, wann soll ich das jetzt lesen? Und mir wurden da verschiedene Dinge geraten und ich glaube, so den perfekten Zeitpunkt gibt es auch nicht. Also ich kann euch empfehlen, es ist nicht verkehrt, wenn man dieses Buch ganz zu Anfang liest, bevor man mit der Reihe anfängt, denn es gibt, wie gesagt, hier in diesem Buch die Vorgeschichte von Selena. Ihr erfahrt in dieser Vorgeschichte, wie sie in Band 1 in diesen Minen gelandet ist, denn das ist letztendlich das, was hier auch passiert im Laufe der Vorgeschichte. Wir lernen hier auch ein paar Charaktere kennen, die definitiv später noch wichtig werden. Es kann natürlich sein, dass wenn ihr erst die Novellen lest und dann Band 1 und 2 und dann schon wieder vergessen habt quasi, wer die Personen alles gewesen sind. Also fände ich es auch nicht unbedingt schlimm, wenn man das vielleicht nach Band 2 liest. Aber ich glaube, viel später würde ich es nicht empfehlen zu lesen, denn wie gesagt, hier werden einige Charaktere vorgestellt, die wir dann im Laufe der Reihe kennenlernen und das sollte man dann schon so ein bisschen als Grundwissen auch haben. Also wie gesagt, meine vorgeschlagene Reihenfolge hier wäre auf jeden Fall Band 1, die Novellen oder Vorgeschichte, die Novellen, das als erstes lesen. Dann Band 1, die Erwählte. Band 2, Kriegerin im Schatten. Band 3, die Erbin des Feuers. Übrigens einer meiner Lieblingsbände der Reihe. 3 Bände gehören zu meinen Lieblingsbänden und das ist einer davon. Band 4 ist dann Königin der Finsternis. Band 5 die Sturmbezwingerin, das ist auch einer meiner Lieblingsteile. Und hier muss ich tatsächlich sagen, Band 5 hat den miesesten Cliffhanger überhaupt. Also der ist wirklich richtig heftig gewesen. Ich habe da mit offenem Mund da gesessen, ich war schockiert. Ich war einfach nur fertig mit dieser Welt und ich wollte eigentlich am liebsten sofort wissen, wie es weitergeht. Aber dann kam Band 6. Band 6, der verwundete Krieger. Und hier begleiten wir erstmal zwei komplett andere Protagonisten als in Band 5. Und deswegen ist es erstmal mir sehr schwer gefallen, überhaupt diesen Band zu lesen. Das ist, glaube ich, etwas, was alle Throne of Glass Leser durchmachen, dass sie erstmal nach Band 5 sofort wissen wollen, wie es weitergeht und sich denken, oh nee, jetzt ganz ehrlich, Band 6, nein. Aber ich muss sagen, quält euch dadurch, denn es hat sich am Ende definitiv gelohnt. Hier in diesem Band passiert etwas, was man sehr, sehr dringend wissen muss und erfahren muss, damit man das Ende von Band 7 dann versteht. Hier wird etwas offenbart, was wirklich mit der Haupthandlung zu tun hat, was enorm wichtig ist. Und deswegen kann man diesen Band, finde ich, nicht einfach überspringen, weil man sonst wirklich
Probleme hat, später die Logik dahinter zu verstehen. Also auch wenn ihr vielleicht keine Lust habt, weil euch das ärgert, mich hat es auch geärgert, zieht den Band einfach durch und das hat sich am Ende auch gelohnt. Er war definitiv nicht schlecht, auch wenn es mich sehr geärgert hat. Und dann kommt halt noch Band 7, der ultra fette Endband, und das ist Die Herrscherin über Asche und Zorn. Und das war auch ein absolutes Highlight für mich, dieser Band. Also Band 3, 5 und 7 waren definitiv meine Highlights der Reihe. Zwei Dinge möchte ich euch jetzt nur mit auf den Weg geben. Das eine ist, in Band 1 gibt es hier so eine kleine Dreiecksliebesgeschichte. Ich weiß, ganz viele von euch mögen sowas nicht. Ich gehöre auch dazu. Ich finde sowas selten wirklich gut. Und auch hier war ich kein großer Fan davon. Aber ich kann euch gleich Entwarnung geben, diese Dreiecksliebesgeschichte findet sich wirklich nur in Band 1. Danach ist das vom Tisch. Also zumindest was Selena angeht. Sie hat danach wirklich gar kein Interesse mehr daran und da bin ich auch sehr froh drüber. Also das müssen wir einfach durchhalten und durchstehen in dieser Dreiecksliebesgeschichte und danach hat sich das erledigt. Und das andere, was ich euch noch mitgeben kann, ist, dass hier im Band 7 ganz zum Schluss der Geschichte gibt es so ein kleines Easter Egg, wo es so eine ganz kleine Verknüpfung zu das Reich der Sieben Höfe gibt und auch zu Crescent City. Das heißt, eigentlich wäre es hier wirklich, und deswegen ist das auch meine empfohlene Reihenfolge, dass man erst mit dem Reich der Sieben Höfe anfängt, wäre es halt besser, das vorher gelesen zu haben, damit ihr das auch wirklich erkennt als solches. Also ich habe es erkannt, weil ich auch wusste, dass es eine Szene geben wird, die wie so ein kleines Easter Egg ist. Ich glaube, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch überlesen. Das kann ich jetzt heute natürlich nicht sagen. Es ist, wie gesagt, beim 7. Band relativ zum Ende hin wirklich. Und da ist so eine ganz kleine Szene, die halt eine Verknüpfung darstellt zum Reich der Sieben Höfe als auch zu Crescent City. Achso, was ich übrigens auch noch sagen muss, ist, dass dieser Begriff der Fae in Throne of Glass vorkommt und auch in Crescent City. Aber ich finde, es wird in beiden Büchern oder in beiden Reihen gar nicht so genau erklärt, was das eigentlich ist. Also wenn, dann nimmt man wirklich aus das Reich der Sieben Höfe mehr mit an Erklärungen, was man sich unter Fae wirklich vorstellen kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Reihe als Einsteigerreihe empfehlen würde. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Crescent City. Das ist mehr so der Sarah J. Maas für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Denn hier ist es wirklich eine relativ komplexe Handlung und es steigt halt direkt zu Anfang gleich ein mit sehr, sehr vielen Begriffen, die man irgendwie erstmal unter einen Hut bringen muss. Sehr, sehr vielen Ortsbeschreibungen, sehr vielen Namen, sehr vielen Rassen oder Gattungen oder wie auch immer man das hier nennen will. Also es ist anfangs wirklich viel an Informationen, was auf einen einprasselt. Und ich glaube, dann erstmal zu verstehen, was sind jetzt Fae oder Halbfae, ist dann auch nochmal so ein Punkt, den man jetzt nicht unbedingt braucht. Deswegen würde ich Crescent City wirklich empfehlen, zum Schluss zu lesen, wenn man sich so ein bisschen mit den Reihen auch schon auskennt von Sarah J. Maas. Bei Crescent City geht es um Bryce Quinlan, die halb Mensch und halb Fae ist und in einer großen Stadt lebt. Ihre beste Freundin Danica stirbt recht am Anfang des Buches. Das steht auch auf dem Klappentext, deswegen sehe ich das jetzt mal nicht als Spoiler. Das ist wirklich passiert direkt zu Anfang des Buches. Und sie kommt damit erstmal überhaupt nicht zurecht, weil es natürlich ihre beste Freundin ist, die sie da verloren hat. Und sie kann mit der ganzen Sache aber auch irgendwie nicht abschließen. Und es vergeht dann ein bisschen Zeit dazwischen. Und eines Tages taucht wieder eine Leiche auf, die offenbar vom gleichen Dämon getötet wurde. Denn das ist eine ganz spezifische Art, wie hier ihre beste Freundin gestorben ist. Und so kommt eins zum anderen und sie wird ja in so eine Art Ermittlungsprogramm mit einbezogen, die jetzt sich damit beschäftigen sollen, diesen Dämon zu schnappen und herauszufinden, wer hinter diesen Angriffen steckt, wer quasi letztendlich auch dafür verantwortlich ist, ihre beste Freundin getötet zu haben. Und dabei arbeitet sie zusammen mit Hunt Athala, das ist ein, ja, könnte man sagen, gefallener Engel. Ich weiß gar nicht, ob gefallener richtig ist. Es ist auf jeden Fall ein Engel, der im Dienste des Erzengels arbeitet und seinem Befehl untersteht und der muss mit ihr zusammen halt rausfinden, was da jetzt passiert ist. Also in diesem Buch habt ihr eine gute Murder-Mystery-Geschichte, definitiv Ermittlungsarbeiten. Es gibt gruselige Szenen, es gibt richtig viel Spannung und ich würde sagen, hier in diesem Buch, das ist tatsächlich eine gute Mischung zwischen handlungsbezogen und charakterbezogen, weil wir sowohl die Charakterentwicklung von Bryce erleben, natürlich ganz zu Anfang der Geschichte, bevor das mit ihrer besten Freundin passiert, ist sie natürlich anders als danach. Aber auch im Laufe der Geschichte verändert sie sich. Wir lernen auch Hunt kennen, der auch am Anfang sehr, sehr verschlossen ist und überhaupt gar nichts eigentlich mit Bryce zu tun haben will, sich aber dann auch Stück für Stück immer ein bisschen weiter öffnet. Und ja, trotzdem haben wir halt, wie gesagt, auch ganz, ganz viel Handlung, was hier passiert und ganz, ganz viel Sachen, wo man wirklich drüber nachgrübelt und wo man selber so ein bisschen versucht mitzurätseln, was jetzt da letztendlich passiert ist. Ich habe so viele Theorien gehabt während dieses Buches und ich bin so oft falsch abgebogen. Also wirklich, ich habe, glaube ich, keine Theorie hat so wirklich gepasst am Ende, vielleicht eine oder so, aber das meiste ist einfach komplett falsch gewesen, was ich mir gedacht habe.
Ja, das soll letztendlich auch eine Reihe werden. Band 2 ist jetzt hier, glaube ich, auf Englisch schon angekündigt, aber auf Deutsch gibt es noch gar keine Infos dazu. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass es mit dem mega fiesen Cliffhanger geendet ist, Band 1. Aber ich würde schon gerne wissen, wie es weitergeht. Vor allem, weil man halt auch mittlerweile so viele Theorien online gesehen hat und ich auch selber Theorien gehabt habe bezüglich anderer Erfahrungen, die ich bisher mit Sarah J. Maas Reihen gesammelt habe. Insofern, ja, bin ich extrem gespannt, wie es hier weitergeht. Aber wie gesagt, aufgrund der Komplexität dieses Buches würde ich nicht empfehlen, mit Crescent City einzusteigen, wenn man noch gar nichts von Sarah J. Maas gelesen hat. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, um Gottes Willen. Aber ich kann mir vorstellen, für mich war es schon verwirrend, wie gesagt. Und ich habe zumindest schon ein bisschen was aus ihrer Welt mitbekommen, was es für Fae-Wesen gibt und so weiter. Also so ein bisschen wusste ich halt was schon. Aber das hat mir hier trotzdem am Anfang so ein bisschen, ich war halt einfach komplett verwirrt. Das hat sich, glaube ich, so nach 100 Seiten dann erst gelegt, dass man dann sagt, okay, jetzt bin ich richtig angekommen in der Geschichte und jetzt verstehe ich das auch, was hier passiert und jetzt möchte ich auch wissen, wie es weitergeht. Also hier braucht man so ein bisschen Einstiegszeit einfach. Ja, ihr Lieben, dann sind wir jetzt fertig mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Infos mit auf den Weg geben. Ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen eine Ahnung, wie ihr anfangen solltet und konntet das so ein bisschen verstehen, meine Argumente. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal ganz kurz. Als erstes startet ihr am besten mit dem Reich der Sieben Höfe, dann mit Throne of Glass und dann am Schluss Crescent City. Das ist so meine Empfehlung an diesem Fae-Universum. Lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, falls ihr die Reihen schon kennt, wie eure Meinung dazu ist oder falls ihr sie noch nicht kennt, ob ihr die jetzt gegebenenfalls durch das Video lesen wollt oder ob das vielleicht auch so oder so schon auf eurem Leseplan stand. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Dass ich die Reihen liebe, habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Ich kann auch nicht aufhören damit. Ich liebe jede einzelne Reihe. Wenn ich mich jetzt wirklich festlegen müsste auf einen absoluten Favoriten, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, das Reich der Sieben Höfe ist so mein absoluter Favorit. Aber es fällt mir sehr schwer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn dem so war, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut!